Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Do-it-yourself-Kreativ-Idee. Heute möchte ich euch noch einmal eine Dekoration zeigen, und zwar wie man mit der Dekorcreme ganz einfach auf Kreativfolie schablonieren kann. Und ich habe hier die Schablone vorgenommen. Es geht heute um das schöne Edelweiss. Und was ich schon vorbereitet habe, ist ein Heukränzchen, das ich gefreezt habe. Und zwar ist das mit dem Design Freezer, wo man das Heu in 1 zu 1 mit Wasser vermischen, da kann man das baden und nachher in eine Kuchenform reinlegen, gut trocknen und hat nachher ein sauber gemachtes Heukränzchen. An das Ende kommen jetzt die Edelweiss mit der wunderschönen Dekorcreme. Und wie ganz einfach und schnell das geht, zeige ich euch jetzt sehr gerne. Zeigen. Und zwar habe ich hier schon vorbereitet. Ich habe hier eine Reste-Kreativfolie noch gefunden, die ich mal mit weisser Autofarbe bemalt habe und es gleich nicht gebraucht habe. Und tue jetzt auf der anderen Seite die Edelweiss schablonieren. Und da habe ich die Dekorcreme, die es im Set gibt, mit dem wunderschönen Schilf, mit der Schilfschablone, die man sich als Gastgeberin schenken kann. Und das ist jetzt für mich gerade eine ideale Grösse, hier für das Kränzchen die Farbe aufzubrauchen. Ihr seht, es geht wirklich sehr schnell. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich hier nicht in das reinkomme. Ich will gerade mehrere machen. Und wenn das dann trocken ist, das geht auch ganz schnell, kann ich dann die Edelweiss ausschneiden. Den Rest ich hier wieder ins Döschen retour und die Schablone dann gut auswaschen. Und nachher, wenn das Ganze trocken ist, kann ich dann mit dem Rubbelgol die Edelweiss so aufleimen. Ich habe hier noch bereits das Grüezi verwendet, weil das vielleicht an die Türe kommt, weiss ich jetzt noch nicht. Oder sonst irgendwo in einen Eingang. Und so einfach hat man eine ganz schöne Dekoration. Sei es durch den Sommer durch noch, oder wenn man schon auf den Herbst hin etwas wettig gestalten. Natürlich darf bei mir die Federn nicht fehlen. Ihr seht, es ist wirklich ganz einfach und schnell gemacht. Und sieht doch wunderschön aus. Ich wünsche euch viel Freude, habt's gut und tschüss zusammen.